Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann mich dem, was Herr Graf gerade gesagt hat, nicht anschließen. Herr Bauer, tut mir nicht leid. Nein, Herr Bauer, Sie haben gerade hier die Maske fallen lassen. Was Sie hier tun, Herr Bauer, ist ein ganz perfides Spiel. Sie spielen die Empfänger von Grundsicherung aus gegen die Beamten in den unteren Besoldungsgruppen. Und das, meine Damen und Herren, muss sehr klar zurückgewiesen werden. An dieser Stelle müssen wir sagen, nein, so geht keine verantwortungsvolle Besoldungspolitik, so geht Sozialneid und so geht Spaltung der Gesellschaft. Sie treten an dieser Stelle nach unten mit einem Vorschlag, na ja, es sei ja nur dann, nur deshalb verfassungswidrig, das, was bisher als Besoldung vorgelegt wird, es sei nur deshalb verfassungswidrig, weil die Grundversorgungsempfänger, die Sozialhilfeempfänger zu viel bekommen. Was bitte schön ist das für ein Menschenbild? Herr Bauer, zwei Dinge wissen Sie ganz genau. Sie wissen ganz genau, dass auch die Grundsicherung durch unsere Verfassung geschützt ist und dass ein weiteres Absenken gar nicht zulässig wäre. Das sichert gerade einmal den Mindestlebensstandard, den Sie an dieser Stelle mit Ihrer Bemerkung angreifen wollen. Und zweitens wissen Sie, dass Sie ein verfassungsgemäßer Abstand in der Alimentierung bis zur Besoldungsgruppe 9 hochreicht. Also an dieser Stelle, es ist nicht nur der von Ihnen zitierte kleine Schließer. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf diesen Begriff kommen. Es geht weit in die Beschäftigungsverhältnisse bei den Beamtinnen und Beamten hinein. Und dabei, Sie haben doch durchaus ein paar Sachen, auf die Sie aufbauen können, wo Sie auch stolz sein könnten, wo Sie sagen können, okay, das bieten wir jetzt an der Stelle an. Sie bieten mehr für Kinder und für kinderreiche Familien an. Das ist ja durchaus richtig. Sie überleiten die Besoldungsgruppen, die unteren, in die nächsten Stufen, damit dort irgendwie kein so großes Gefälle ist. Respekt, ja, das geht in die richtige Richtung. Aber Sie reißen das mit dieser Art von Gegeneinander ausspielen, von Sozialneid produzieren, reißen Sie alles das wieder ein. Das wäre nicht nötig gewesen. Und Sie sollten sich noch einmal sehr genau überlegen, ob das gut ist und ob das für einen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zielführend ist. Vielen Dank.